Hi Leute, die Begriffe Endzeit, Ende der Zeit, Ende der Welt, Apokalypse stammen alle aus der Bibel, denn die Apostel haben bereits vor 2000 Jahren Jesus gefragt: Sag uns, wann wird das sein? Was sind die Zeichen für deine Wiederkunft und für das Ende der Welt? Das Ende der Welt ist also mit der Wiederkunft Christis verbunden. Die Bibel klärt uns auch auf über die Zeichen der Endzeit. Die biblischen Zeichen werden am Himmel erscheinen, wenn die Rückkehr des Herrn Jesus Christus unmittelbar bevorsteht. Denn Jesus sagte in Lukas Kapitel 21, als ihn die Jünger nach den Zeichen seiner Wiederkunft fragten: Es werden Zeichen am Himmel sein, in der Sonne, im Mond und in den Sternen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Die Absicht dieses Videos ist es, über Veränderungen in der Sonne aufzuklären, die wir heute bereits sehen können und die beweisen, dass wir uns am Ende der Zeit befinden und die Wiederkunft Jesus unmittelbar bevorsteht. Dies wird ein schwerwiegendes Ereignis sein, denn es beginnt dann die Apokalypse, die Hölle auf Erden, Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes. Wenn wir heute in den Himmel schauen, können wir diese Zeichen bereits erkennen. Denn was wir am Himmel sehen, ist nicht die echte Sonne, sondern etwas Künstliches, Nachgemachtes. Wie das möglich sein kann, werde ich gleich in dem Video erörtern. Ich werde euch gleich unglaubliches Bildmaterial von Wetterkameras zeigen. Es sind offizielle Wetterkameras der Federal Aviation Agency, FAA, in den USA, mit Standorten in Alaska und Kanada. Diese Kameras machen alle 10 Minuten ein Bild. Aneinandergereiht ergeben sie eine Art Film. Dieses Filmmaterial und auch Live-Bilder dieser Kameras kann man im Internet abrufen, ähnlich wie von anderen Webcams. Der Umstand, dass die im Netz verfügbaren Bilder aber teilweise sehr unvollständig und lückenhaft sind, deutet darauf hin, dass nicht alles Material veröffentlicht wurde, was diese Kameras aufgenommen haben. Das, was wir zu sehen bekommen, ist also nur das, was man übrig gelassen hat. Man muss wohl auch sagen, was man übersehen hat, denn die Bilder zeigen unglaubliche Vorgänge am Himmel, die aber erst bei genauerer Beobachtung auffallen. Ich habe das Bildmaterial hier von einem anderen Kanal namens The Final Days. Ich blende euch hier den Link zu dem Video des Kanals ein. Ich habe mich jetzt gefragt, kann das wahr sein, was man dort sieht? Und daher habe ich diese Sonnenphänomene selbst durch eigene Aufnahmen getestet. Die Aufnahmen beweisen, dass unsere echte Sonne offensichtlich von Objekten am Himmel verdeckt wird und von einer künstlichen Lichtquelle ersetzt wird. Dies sind die biblischen Zeichen der Endzeit. Wir werden gleich sehen, dass die Sonne zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedliche Form hat. Wenn wir uns dieses Bild hier der Sonne mal ansehen, fällt zunächst auf, dass die Sonne sonderbar unförmig ist. Sie ist nicht rund. Ich habe das auch mit einer anderen Kamera getestet und damit sieht man genau das Gleiche, wie wir gleich sehen werden. Es liegt also nicht an der Kamera. Hier unten zum Beispiel sieht es so aus, als wenn dort etwas fehlt, als wenn ein Stück rausgebrochen wäre, während die Sonne auf der linken Seite irgendwie nach außen ausgebeult erscheint. Jetzt möchte ich euch aber noch etwas auf der Aufnahme zeigen. Es ist ein Beweis dafür, dass etwas an unserem Himmel existiert, das nicht dorthin gehört und das man mit bloßem Auge so gut wie nicht erkennen kann. Es handelt sich um Planeten in unserem Himmel, riesige Planeten. Aber wir können sie nicht erkennen, weil unsere Atmosphäre voll mit eingebrachten Chemikalien ist und weil es eine Projektortechnologie am Himmel gibt, die diese Planeten durch Projektionen verdecken. Das hört sich zuerst unglaublich an, aber wir werden gleich in diesem Video unumstößliche Beweise dafür sehen. Denn in dieser Aufnahme hier befindet sich ein großer Himmelskörper, den man trotz wolkenlosem Himmel mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Aber wenn wir etwas Kontrast hinzufügen, wird er sichtbar. Schaut mal hier. Es ist keine Kameraspiegelung, denn diese müsste man deutlicher auf der Aufnahme sehen, wie die Flecken unterhalb und rechts der Sonne. Es handelt sich um ein großes, rundes Objekt, das sich tatsächlich am Himmel befindet und das fast so groß ist wie die Sonne. Nur dass dieser Planet, nennen wir ihn Planet X, viel näher an der Erde ist. Er ist so nah wie der Mond, aber er befindet sich oberhalb der Atmosphäre, durch die, wie mit einer Art Schleier,
die Sicht auf diesen Himmelskörper verdeckt wird. Dies sind die deutlichen Zeichen der Endzeit und des unmittelbar bevorstehenden Zorngerichts Gottes. Wenn wir uns jetzt dieses Bild hier der Sonne ansehen, dann können wir sofort erkennen, dass es irgendwie dunkler ist auf der Erde, obwohl die Sonne hoch am wolkenlosen Himmel steht. Und besonders sehen wir jetzt hier auch, dass die Sonne eine ganz andere Form hat als vorher. Die Sonne scheint hier irgendwie sechseckig zu sein. Und zwar so, als ob sie aus 6 Scheinwerfern besteht. Man sieht diese 6 Strahlen aus der Sonne hervorgehen. Diese Unterschiede in der Form der Sonne sind wichtig, denn dadurch wissen wir, dass wir es nicht immer mit der gleichen Sonne zu tun haben. Wir werden nämlich gleich sehen, dass diese sechseckig scheinende Sonne tatsächlich nicht die echte Sonne ist, sondern etwas Künstliches. Und den Beweis werden wir uns jetzt einmal ansehen. Zuerst zeige ich euch die Aufnahmen der FAA Weathercams und danach meine eigenen Aufnahmen, die bestätigen, dass es sich tatsächlich um eine künstliche Sonne handelt. Diese Aufnahme startet um 8.20 Uhr und zeigt den Sonnenaufgang, beobachtet von einer Wetterkamera in Prince Rupert, British Columbia, Kanada. Die vertikale Linie können wir ignorieren, sie ist eine Art Linsenspiegelung, die typisch ist für diese kanadischen FAA Weathercams. Wir können jetzt hier beobachten, wie die Sonne hinter dem dünnen Vogelfuttermast vollständig verschwindet. Die Sonne wird vollständig von dem dünnen Mast abgedeckt. Die Sonne ist aber niemals so klein, dass sie hinter einer solchen dünnen Stange vollständig verschwinden kann. Die echte Sonne ist viel größer und kann nicht von so einer Stange abgedeckt werden. Der Grund dafür ist, dass wir hier nicht die echte, sondern eine künstliche Sonne sehen. Wenn die Sonne nicht hinter dem Mast ist, erscheint sie auch viel größer. Die Technologie ist so angelegt, dass sie eine Art runde, große Sonne simuliert. Aber wenn die Technologie, die diese künstliche Sonne erzeugt, abgedeckt wird, verschwindet auch das gesamte Licht, das diese künstliche Sonne erzeugt. Und wir können hier auch sehen, dass die Lichtquelle, die diese künstliche Sonne erzeugt, in Wirklichkeit viel kleiner ist, nämlich so klein, dass das gesamte Licht der Sonne von einer dünnen Stange abgedeckt werden kann. Und das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass diese Sonne nicht echt ist. Hier sieht man es nochmal, wie die gesamte Sonne hinter einem dünnen Fahnenmast verschwindet. Das ist eine Aufnahme aus Burwash, aus dem Yukon Territory, von Ende März 2018. Wir können hier jetzt auch gut die sechseckige Sonnenform erkennen, mit den 6 Strahlen, die aus der Sonne hervorgehen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir es nicht mit der echten Sonne zu tun haben. Denn die echte Sonne ist niemals sechseckig und kann niemals hinter einer dünnen Stange vollständig verschwinden, wie der Vergleich mit der echten Sonne auf dem kleinen Bild zeigt. Und hier sehen wir das gleiche Phänomen nochmal von einer Kamera in Drumheller, Alberta, Kanada. Die Sonne verschwindet auch hier vollständig hinter einer kleinen Straßenlaterne. Wir sehen auch hier, dass das gesamte Licht, das diese künstliche Lichtquelle erzeugt, vollständig von der winzigen Laterne verdeckt wird. Das kleine Bild erinnert uns nochmal daran, wie groß unsere echte Sonne tatsächlich ist. Denn es ist unmöglich für unsere Sonne, hinter einer winzigen Straßenlaterne vollständig zu verschwinden. Jetzt haben wir also zuerst über die unterschiedlichen Formen der Sonne gesprochen. Dass sie manchmal quasi rund, aber unförmig ist, während sie ein anderes Mal sechseckig erscheint. So, als wenn sie aus 6 Scheinwerfern bestehen würden. Dann haben wir darüber gesprochen, dass die künstliche Sonne hinter einer dünnen Stange vollständig verschwindet, während die echte Sonne viel zu groß dafür ist. Und wir haben dann gesehen, dass diejenige Sonne, die hinter einer dünnen Stange verschwindet, die sechseckig wirkende Sonne ist. Und wir wissen damit, dass diese sechseckige Sonne die künstliche, simulierte Sonne ist. Aber es gibt noch einen dritten wichtigen Unterschied zwischen der echten und der simulierten künstlichen Sonne, nämlich die Größe. Die künstliche Sonne ist viel kleiner als die echte Sonne, wie wir auch schon auf den Vergleichsbildern gesehen haben. Die echte Sonne würde niemals hinter einer winzigen Straßenlaterne passen und von ihr vollständig abgedeckt werden können. Der Grund für diese Unterschiede in Form und Größe der Sonne ist, dass entweder die echte und die künstliche Sonne zusammen am Himmel sind oder nur die künstliche Sonne allein.
Denn in den meisten Fällen ist die künstliche Sonne genau vor der echten Sonne platziert. Und zwar deshalb, um ein zeitweises Abdunkeln unserer echten Sonne durch kosmologische Nebel auszugleichen. Die echte Sonne ist dann hinter der künstlichen Sonne, aber sie ist viel schwächer als üblich und würde die Erde nicht erhellen, da sie sich hinter diesem dunklen Nebel befindet. In anderen Fällen ist die echte Sonne vollständig von Planeten in unserem Himmel verdeckt. Dann ist die künstliche Sonne allein am Himmel, denn sie ist vor der echten Sonne und vor diesen Planeten. Die künstliche Lichtquelle ist dann das einzige Licht auf der Erde. Denn wenn die Sonne von den Planeten in unserem Himmel abgedeckt wird, hätten wir eine lange Sonnenfinsternis auf der Erde. Dies soll verhindert werden, damit die Menschen nicht erkennen, wie nah wir uns am Ende der Zeit und damit an der Apokalypse befinden. Der Feind, Satan, möchte nicht, dass Menschen durch diese gewaltigen Zeichen am Himmel gewarnt werden und sich doch noch zu Jesus bekennen können und damit gerettet werden, bevor das Zorngericht Gottes auf die Erde kommt. Denn dann sind die Tore der Gnade Gottes geschlossen. Und es ist keine Rettung mehr durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus möglich. Der Feind wird alles tun, damit die Menschen von dem Beginn der großen Drangsal, das ist der biblische Begriff für das Zorngericht Gottes, überrascht werden und keine Möglichkeit mehr haben, gerettet zu werden. Wir hatten also gesagt, die künstliche Sonne befindet sich vor der echten Sonne, um diese zu ersetzen, wenn die echte Sonne entweder durch Objekte oder kosmologische Nebel abgedeckt wird. Im Fall einer vollständigen Sonnenfinsternis, die durch Objekte oder Nebel in unserem Himmel erzeugt wird, wird also die echte Sonne hinter diesen Objekten verschwinden und man sieht nur noch die künstliche Sonne, die, wie wir gesagt haben, viel kleiner als die echte Sonne ist und die sich in unmittelbarer Erdnähe befindet. Die Projektortechnologie dieser künstlichen Sonne ist also vor der Sonne in Erdnähe platziert. Und genau das wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Wir sehen hier Bilder von einer südwärts gerichteten Kamera in Ontario, Kanada. Die zeigen, wie die Sonne plötzlich auf ein Viertel ihrer Größe schrumpft. Die echte Sonne ist hinter einem Objekt am Himmel verschwunden und wir sehen nur noch das Licht der künstlichen Sonnensimulation. Wir können hier auch wieder schön sehen, dass die künstliche Sonne wieder diese sechseckige Form hat mit den 6 Lichtstrahlen. Außerdem sehen wir hier, dass die Helligkeit der künstlichen Sonne kein Vergleich zur Helligkeit der echten Sonne ist. Das Licht auf der Erde wird mit dem Verschwinden der echten Sonne deutlich dunkler. Der Grund, dass wir diesen Effekt in unseren Breiten nicht bemerken, ist, dass hier viel mehr Wolken und Chemikalien im Himmel sind, die eingebracht wurden, um die Sicht auf die Objekte im Himmel zu verhindern. Schließlich kommt die echte Sonne hier in diesen Aufnahmen wieder hinzu und die sichtbare Sonne hat ihre normale Größe und Helligkeit wiedererlangt. Wir müssen hier auch deutlich sagen, dass es in unserem Sonnensystem ursprünglich keinen dunklen Nebel gab, der die Sonne derart verdunkeln könnte. Dieser Nebel ist mit dem Planetensystem in unseren Himmel gekommen und bewirkt, dass die echte Sonne phasenweise vollständig verdeckt wird. Hier sehen wir jetzt die Sonne in Deutschland etwa gegen 6 Uhr abends. Sie ist noch ziemlich intensiv und der Himmel ist wolkenlos. Wir können sofort erkennen, dass die Sonne groß und quasi rund, aber wiederum unförmig ist. Es gehen stellenweise Lichtstrahlen wie von Scheinwerfern aus der Sonne hervor, während an anderen Stellen Lichtstrahlen fehlen, sodass es so aussieht, als würden Teile der Sonne fehlen, als würde etwas herausgebrochen sein. Aber das ist nur die fehlende Intensität der echten Sonne. Dieses Erscheinungsbild der Sonne entsteht dadurch, dass die künstliche Lichtquelle sich vor der echten Sonne befindet. Wir sehen hier also wieder beide Sonnen, die echte und die künstliche. Nur ist es so, dass die echte Sonne viel schwächer ist, da sie von dem Nebel abgedeckt wird. Während die künstliche Sonne, wie wir wissen, aus einzelnen Lichtstrahlen, also sozusagen Scheinwerfern besteht, gibt die echte Sonne ein gleichmäßiges Licht ab, ohne Unterbrechungen und Löcher. Aber diese Unregelmäßigkeit in Form und Helligkeit der Lichtstrahlen, die wir hier in dieser Sonne sehen, wie zum Beispiel oben links, zeigen uns, dass wir wieder auf die künstliche Sonne blicken, die sich jetzt vor der echten Sonne befindet. Die künstliche Sonne soll die echte Sonne verstärken, da die echte Sonne viel zu schwach ist, um die Erde mit normalem Tageslicht zu versorgen. Wir werden das auch gleich sehen, wenn die künstliche Sonne abgedeckt wird.
Das können wir dadurch erreichen, indem wir einfach etwas Schmales vor die Sonne halten. Denn wir wissen ja, dass die künstliche Sonne in Wirklichkeit so klein ist, dass sie von einer dünnen Stange vollständig abgedeckt wird. Diesen Effekt schauen wir uns gleich an. Zunächst wollen wir uns aber noch dieses rote, glockenförmige Objekt ansehen, das immer dann in den Aufnahmen auftaucht, wenn die künstliche Sonne aktiv ist. Es ist die Kameraspiegelung der Projektortechnologie, also des Projektors, der die künstliche Sonne im Himmel erzeugt. Wir können darin einen weißen Punkt erkennen. Das ist die Lichtquelle, während dieses glocken- oder halbkugelförmige Objekt der Reflektor ist, also der Teil der Technologie, der das Licht bündelt und fokussiert. Und jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen. Etwas, das euch die Schuhe auszieht. Diese Aufnahme hier, die ich von der untergehenden Sonne gemacht habe, habe ich nicht unterbrochen, sondern sie läuft kontinuierlich durch, ungeschnitten. Ich habe auch während der Aufnahme nichts an der Kamera verändert. Und jetzt schaut mal genau hin, was mit der Größe der Sonne geschieht. Hier. Das ist unglaublich, nicht wahr? Die Sonne schrumpft plötzlich. Schaut nochmal. Ich wiederhole das nochmal. Seht ihr das? Die Sonne schrumpft plötzlich von einem Moment auf den nächsten. Genauso, wie wir es in den Aufnahmen aus Ontario, Kanada gesehen haben. Sie schrumpft zwar nicht auf ein Viertel ihrer Größe, aber dennoch deutlich sichtbar, um vielleicht 10-20%. Sie wurde abgedimmt, sozusagen. Das ist ein unumstößlicher Beweis für die massiven Veränderungen in der Sonne. Jene Veränderungen, die unser Herr, Jesus Christus, vor 2000 Jahren als Endzeitzeichen angekündigt hat. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie die künstliche Sonne auch hier in Deutschland durch eine winzige Laterne oder einen schmalen Laternenmast vollständig abgedeckt werden kann. Da, die künstliche Lichtquelle ist vollständig hinter der Laterne verschwunden. Und wie erwartet ist auch das glockenförmige Objekt genau in dem Moment verschwunden, als die künstliche Projektorsonne der NASA abgedeckt wurde. Die echte Sonne, die wir jetzt sehen, wenn die künstliche Lichtquelle abgedeckt ist, ist einerseits ganz rund, kreisrund, so wie wir die Sonne kennen und wie sie tatsächlich ist. Aber sie ist eben ganz schwach, so als ob sie sich hinter Wolken befinden würde. Nur dass der Himmel völlig wolkenlos ist. Die Sonne sieht trotzdem diesig aus. Der Grund dafür ist, dass sie sich hinter einem Nebel befindet. Der Nebel befindet sich aber nicht in unserer Atmosphäre, sondern außerhalb. Er gehört zu einem Planetensystem, das sich bereits ganz nah bei der Erde befindet. Die Himmelskörper, die zu diesem Planetensystem gehören, sind sehr groß und sehr nah und sie verdecken zeitweise einen Großteil des Himmels und der Sonne. Hier nochmal das gleiche mit dem Laternenmast. Wobei dies hier gar keine richtige Straßenlaterne, sondern nur eine kleine Laterne ist, die vor einem Gebäude steht. Der Durchmesser des Mastes ist etwa 6-8 cm und ich stehe etwa 3 Meter davon entfernt. Wir sprechen also über eine winzige Stange, die die gesamte künstliche Sonne abdeckt. Ohne die künstliche Lichtquelle würde die echte Sonne, wie wir es hier jetzt sehen, kein Tageslicht auf die Erde bringen können, da sie sich hinter dem Nebula befindet und einfach zu schwach ist. Das gleiche auch nochmal hier, vollständig abgedeckt mit einem kleinen Autoschlüssel und auch hier verschwindet das glockenförmige Objekt zusammen mit der künstlichen Sonne. Und das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass es sich tatsächlich um eine künstliche Lichtquelle handelt, die sich vor der echten Sonne befindet, um Schwächen in der Helligkeit der Sonne auszugleichen, wenn die Sonne von Nebeln am Himmel abgedeckt wird. Der Grund, dass wir die Objekte, also Planeten und Nebel, nicht an unserem Himmel sehen, sind einerseits die chemischen Verbindungen, die in unsere Atmosphäre eingebracht wurden, und andererseits die Projektortechnologie selbst, die die Objekte durch Projektion abdeckt. Dies sind die angekündigten Zeichen der Endzeit. Am Ende der Tage wird das Zorngericht Gottes über die Welt und die Feinde Gottes kommen. Die Feinde Gottes sind alle, die nicht Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben und die nicht den Willen Gottes tun, also die Gebote halten. Am Ende des Videos findet ihr eine Erklärung, was ihr tun müsst, um dem Zorngericht zu entkommen. Wie gesagt, sehen wir in Deutschland meistens diese große Sonne mit unregelmäßigen Lichtstrahlen, die aus ihr hervorgehen, mit einer unregelmäßigen Form und mit Lücken, die aussehen, als wenn etwas fehlen würde. Wie wir hier auf der Aufnahme zum Beispiel wieder oben links in der Sonne sehen.
Aber ich möchte euch hier auch mal zeigen, dass wir auch die sechseckige Sonnenform in Deutschland sehen. Diese Aufnahme ist, wie auch die anderen, aus Mitte April 2019. Wir wissen, die sechseckige Form ist die der künstlichen Projektorsonne. Wenn wir diese Form beobachten, ist die echte Sonne stark von dem Nebel abgedeckt und wir sehen die Form der künstlichen Sonne, ihre sechseckige Form, viel deutlicher. Das klonförmige Objekt. Jetzt halten wir wieder einen Finger und siehe da, wir können die komplette Sonne, das komplette Sonnenlicht abdunkeln. Und die Sonne, wirklich, Sonne ist viel größer, aber die ist viel dunkler. Die ist offenbar hinter einer Art Nebel. Wenn diese künstliche Sonne hier, die geht auf das glockenförmige Objekt, das dürfte gar nicht weggehen. Denn die Sonne scheint ja weiter, die ist größer. Es ist nur hier dieses kleine Licht, das die Sonne erzeugt. Dahinter die Sonne ist ganz dunkel. Wenn nur die Sonne scheinen würde, wäre es hier dunkel auf der Erde. Das ist der Hammer.